Einen schönen Mittwochenvormittag wünsche ich euch. Ihr wundert euch jetzt vielleicht ein wenig, warum heute keine Season da ist. Stattdessen spielen wir heute zusammen eine kurze Runde Hearthstone. Ja, warum keine Season? Wir haben es ein bisschen verplant, rechtzeitig neue Folgen zu produzieren. Die eine Aufnahme, die wir machen wollten am gestrigen Abend, hat nicht funktioniert, weil da ein bisschen was zeittechnisch durcheinander gekommen ist. Und ich habe mir einfach gedacht, da es momentan ja immer populärer wird und jetzt in der Open Beta angekommen ist, schauen wir uns gemeinsam mal Hearthstone an. Ich selbst habe es jetzt schon seit Freitag oder Samstag schon mal angezockt. Kenne mich also ein bisschen in dem Spiel aus, was nicht implementiert, dass ich recht oft gewinne, weil ich habe mir den Schurken als Held ausgesucht, der recht anspruchsvoll zu spielen ist und für den man eigentlich recht viele Karten braucht, die man am Anfang nicht so sehr bekommt. Also ja, wie funktioniert das ganze Spiel? Wir haben die beiden Parteien, einmal den Jäger, der unser Gegner ist, mit 30 Lebenspunkten und uns selbst als Schurke, ebenfalls 30 Lebenspunkte. Grüße. Können hier über Emotions ein wenig mit dem anderen kommunizieren. Links sehen wir den Namen unseres Gegners, den ich Victarion, keine Ahnung, kann ich kaum aussprechen, soll uns aber auch egal sein. Wir haben unten rechts eine Mana-Leiste, die sich mit jeder Runde mehr auffüllt. Das heißt, ihr könnt mit jeder Runde mehr Karten spielen. Zumindest in der Theorie, je nachdem wie teuer die Karten sind. Das Ganze geht bis zu einem Maximum von 10 Kristallen. Mit diesem Mana könnt ihr dann Kreaturen beschwören, Zauber spielen, das übliche. Also ist wie fast jedes andere Training Card Game. Wer von euch vielleicht Magic oder Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon oder Digimon oder sonst was, für Tausende, kennt das vielleicht. Und ja, das ist eigentlich auch schon das Ganze, was hinter dem Spiel steckt. Ihr sollt halt versuchen, den gegnerischen Helden auf 0 Lebenspunkte zu bekommen und habt dazu euer 30-Karten-Deck. Recht wenig im Vergleich zu anderen Kartenspielen, reicht aber vollkommen aus. Also ich bin noch nicht einmal Deckprobieren, was es mit diesen Geheimnissen zum Beispiel auf sich hat, habe ich auch noch nicht so ganz raus. Das wird auf jeden Fall erst dann ausgeführt, wenn irgendwas Bestimmtes eintritt und das ist halt vom Geheimnis abhängig, was es ist. Vielleicht sehen wir es ja schon. Gerade. Ah ja, jetzt ist das Geheimnis aktiviert. Ja, weil uns bei den Diener ausgespielt haben, wurde sein Geheimnis aktiviert und hat diesen Diener 4 Schaden zugefügt. Gut, dass es nur so eine Elfenbogenschützin war, die ist nicht sonderlich wichtig. Die ist verschmerzbar. Ja, wie ihr seht, haben die Kreaturen neben ihren Mana-Kosten sowohl einen Angriffs- als auch einen Verteidigungswert. Wenn der Verteidigungswert auf 0 gesetzt wird, stirbt die Kreatur. Es bleibt auch, der Schaden bleibt auch bestehen. Das heißt, sobald die Kreatur Schaden bekommt, hat sie den das ganze Spiel über, außer sie heilt den hoch, was zum Beispiel Priester sehr gut kann. Und dann hat jede Kreatur, was heißt jede Kreatur, viele Kreaturen haben auch noch zusätzliche Fähigkeiten. Zum Beispiel hier dieser Kampfschrei. Kampfschrei bedeutet, dass sobald die Kreatur ins Spiel kommt, der dahinterstehende Effekt ausgelöst wird. Und wir haben hier noch den was anderes stehen. Die Kreatur, die wir gerade zerstört haben, hat Spott. Spott bedeutet, dass wir, wenn wir mit einer Kreatur angreifen, nur diese Kreatur angreifen können. Also wir können nicht den Helden mit einer Kreatur angreifen und auch keine seiner anderen Kreaturen, bis diese Spotterkreatur vernichtet wurde. Ja, jetzt können wir noch mit unserem Helden selbst angreifen. Das geht im Normalfall nicht, allerdings können Helden mit Waffen ausgerüstet werden oder ihnen können durch andere Fähigkeiten... Hey? Ich weiß gerade nicht, wofür er sich bedankt, aber... Darf er gerne tun. So. Ja. Ich habe immer noch nicht so ganz begriffen, warum er sich bedankt hat. Aber gut, der wird schon seinen Grund haben. So, was machen wir denn jetzt? Also ich plane hier gerade schon einen Zug, den ich euch gleich erklären werde. Aber erstmal werden wir die Runde recht schnell beenden. Los geht's. Indem wir ihn einfach so attackieren. Damit er die Lunte nicht riecht, machen wir gleich nochmal die Waffe. Weil wir brauchen noch ein bisschen Mana, um das auszuführen, was ich vorhabe. Weil ich kann meinen Helden durch Klinge des Assassinen und die beiden tödlichen Gifte kann ich auf 7 Schaden erhöhen. Nehmt das! Oh,
jetzt kann es böse werden. Der gibt den anderen Kreaturen halt einen Boost. Ja, damit kann er nur einen vernichten. Kommt aber durch Todesröckeln jetzt noch einen negativen Effekt. Ja, das reicht leider noch nicht ganz. Also ich werde den jetzt erstmal in den Irrglauben halten, dass ich gerade nichts anderes machen kann. Und hoffe, dass ich den Zug jetzt noch überlebe und er keinen Spotter spielt. Wenn ich, wenn jetzt kein Spotter gespielt wird, müsste ich die Runde für mich entscheiden können. Was recht praktisch wäre, weil dann habe ich zugleich die Tagesquest erfüllt und kann... Natürlich spielt er einen Spotter. Das war jetzt eigentlich fast... Er spielt sogar noch zwei Spotter. Das gefällt mir gar nicht und das sieht jetzt auch gerade nicht mehr ganz so gut aus. Weil ich muss erst, wie ich das ja vorhin schon mal erzählt hatte, muss ich erst durch die Spotter durch. Ja, die Runde geht an ihn. Da habe ich gleich keine Chance mehr. Wir sind natürlich sportlich. Geben das noch zu, wenn der Gegner gut gespielt hat. Wir hätten ihn jetzt halt, wenn er die Spotter nicht gespielt hätte, hätten wir ihn halt umbringen können. Aber er hat sie nochmal gespielt. Und dann nehmen wir wenigstens noch eine von seinen Kreaturen mit. Und spielen noch alles, was wir hätten spielen können. Ja, also, es gibt drei verschiedene Spielmodi, die ihr vielleicht auch gerade eben im Menü bemerkt habt. Das sind einmal Spielen, wo ihr gegen wo ihr gegen gegnerische, zufällig ausgewählte Gegner antretet. Und ihr habt den Modus Üben, in dem ihr gegen CPU spielt. Da könnt ihr euch auch aussuchen, gegen welche Gegnerklasse ihr spielt. Ich zeige euch das Ganze einmal kurz. Moment. Wir gehen hier zurück auf Üben. Dann können wir hier zwischen selbstgebauten Decks und den Standard-Decks entscheiden. Also ihr seht, es gibt Krieger, Schamane, Schurke, Druide, Jäger, Paladin, Hexenmeister, Magier und Priester. Mit dem Magier beginnt ihr und macht ein Tutorial. Den Schurken habe ich als zweiten hochgespielt, weil Schurke ist so ziemlich das, womit ich am besten klarkomme. Hexenmeister bin ich jetzt nebenbei gerade am Hochspielen. Den kann ich euch ja einfach nochmal kurz zeigen. Hier könnt ihr euch jetzt halt einen beliebigen Gegner aussuchen. Also ich komme mit dem Hexenmeister noch nicht so ganz klar. Deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass ich verlieren werde. Aber wir kämpfen mal gegen... ja, nehmen wir mal den Paladin. Das wäre so ein klassisches Warcraft-Duell. Wer WC3 damals gespielt hat, wird das ja noch kennen. Hexenmeister, Paladin mit Kel'Thuzad, wie er hieß. Schon eine ganze Weile her. Guldan! Gegen ja, und Uther kennt man ja sogar aus Warcraft 3. Ich werde ehrenhaft kämpfen. War einer der Charaktere, die einem schon ganz am Anfang begegnet sind. Hier können wir übrigens, das habt ihr vielleicht vorhin schon bemerkt, können wir uns unsere Starthand betrachten und auswählen, ob wir die Karten halten möchten. Das können wir nur genau einmal machen und deswegen lohnt es sich eigentlich vor allem immer, die wirklich teuren Karten erstmal wegzulegen. Weil, ja, hier haben wir jetzt sogar die eine sogar nochmal bekommen, die wir gerade weggelegt haben. Das passiert mir leider in letzter Zeit sehr häufig, was mir ehrlich gesagt ein bisschen auf die Nerven geht. Aber da kann man nicht viel gegen tun. Die Münze ist übrigens eine Karte, die man immer dann kriegt, wenn man nicht anfängt. Und zwar können wir uns damit einen weiteren Mana-Kristall holen. Das hätte ich jetzt normalerweise nie so früh im Spiel gemacht, aber ich mache es jetzt einfach mal, um es euch zu zeigen. Weil wir haben kurze Zeit einen Mana mehr gehabt, als jetzt eigentlich zusteht. Und konnten deswegen schon diese zwei Mana-Kreatur ausspielen. Ja, er benutzt seine Heldenfähigkeit, um einen Rekrut der Silbernen Hand zu rufen. Und wir haben eine meiner absoluten Lieblingskarten, einen Murloc. Mit dem klassischen Murloc-Geräusch. Ja, und jetzt müssen wir halt immer abwägen, was der Gegner tut. Was sehr, sehr nervig ist, ist vor allen Dingen eben... Ich weiß, hat unser Murloc kaputt geschossen. Finde ich jetzt nicht korrekt, dass unser Murloc einfach so kaputt schießt. Aber was soll man tun, ne? Ja, da haben wir eine recht gute Karte gezogen, aber erstmal haben wir hier eine Kreatur, die Zauberschaden plus 1 verursacht, die ich auch schon ausgespielt habe, deswegen habe ich sie so früh ausgespielt. Das betrifft jetzt alle Zauber, die Schaden verursachen und wir haben hier so einen schönen Zauber, der 3 Schaden verursacht und dann uns normalerweise 2 wiederherstellen würde, aber wir haben volles Leben, deswegen wirkt das jetzt nicht so viel. Nein!
Das habe ich einfach gemacht, um ihn dementsprechend Schadenspunkte zu geben. Ich spekuliere jetzt ein bisschen darauf, dass er gleich... er wird uns wahrscheinlich eher direkt angreifen. Statt dass... Ja, er wird uns direkt angreifen. Ich hoffe, dass wir gleich seinen Spotter hops nehmen. Aber wir machen etwas ganz anderes, sobald wir dran sind. Ja. Und zwar fügt allen Charakteren 4 Schaden zu. Damit sind auch die Diener gemeint. Das heißt, wir klären jetzt einmal das Feld, fügen uns zwar selbst auch 4 Schaden zu und vernichten unsere Diener, aber vernichten seine 3 Kreaturen und fügen ihnen noch Schaden zu. Wie ich finde, eine etwas übertriebene Karte, die aber auch richtig gespielt werden muss. Die kann man nicht einfach so spielen. Da muss man sich schon ein bisschen überlegen, was man tut. Ja, hier ist jetzt eine Ansturmkarte. Die haben keine Einsatzverzögerung. Man sieht das... hat das gerade eben bei der gnomischen Erfinderin von ihm gesehen, dass er die nicht sofort benutzen konnte. Und wir spielen jetzt mal zuerst das und dann das. Macht das wieder 3 Schaden. Wir regenerieren 2 Punkte. So. Ja, im Gegensatz... Die Tore sind Spotter. Geöffnet. Ich hab schon fast damit gerechnet. Im Gegensatz zum Schurken hat man mit dem Hexenmeister fast keine Chance, wirklich großartig mit dem Helden Schaden zu machen, außer man hat dementsprechend einen Zauber. Ich habe jetzt hier eine 5-2 Ansturmkarte gespielt, womit wir den Spotter direkt aus dem Weg räumen können, was natürlich sehr, sehr praktisch ist, weil dann können wir seine Lebenspunkte weiter runterstufen. So. Das war's. Ja, wir hören den... Ich bin mir nicht mehr sicher, von wem der war gerade. Ich glaube aber von den Menschen aus WC3, der Bauarbeiter, der normale, der denn mit uns gesprochen hat. So, und wir spielen mal ein Krokodil hier aus. Und noch ein Heiler, der uns gleich nochmal ein bisschen Leben hochheilt. Und dann hoffen wir mal, dass beide Kreaturen überleben. Die Tore um zumindest ein. Unseren Startkreaturen auszumerzen. Ja, und er stellt sich jetzt, also deswegen spiele ich ungern gegen Paladine, weil die sich halt genau wie Priester dauernd am Hochheilen sind. Was sehr lästig werden kann. Aber was der kann, können wir ja auch. Deswegen heilen wir uns auch gleich mal ein ganzes Stück hoch. Damit wir hier nicht ganz so hinterherhinken. Und müssen natürlich zuerst wieder den Spotter erledigen. Zwei Kreaturen gekostet hat, aber damit sind wir schon mal sicher, dass wir den nächsten Zug überleben werden. Sie werden nicht wissen, hoffe ich doch zumindest, dass das nicht noch ein Fünfer. Für den König! Ja, das war mehr als knapp. Ich weiß auch gerade nicht, warum das so ein bisschen hängt. Vielleicht kommt er nicht mit der Aufnahme zusammen. Zurecht. Wir fügen mal ihn. 4 Schaden zu, also wir werden es definitiv nicht schaffen. Das wird definitiv nichts. Selbst wenn ich jetzt noch... Wo soll ich zuschlagen? Ich kann jetzt nochmal gucken, was ich gezogen hätte. Und nicht, was ich selbst gezogen hätte. Ja, ab morgen geht es dann ganz normal mit der Season weiter. Wir machen jetzt noch ein letztes Spiel zusammen und dann ist auch schon die Aufnahme vorbei. Ich nehme jetzt nochmal stelle jetzt nochmal kurz hier die Arena vor. Die kann ich jetzt allerdings nicht benutzen, weil ihr seht, hier unten gibt es Ingame-Gold, was ihr euch mit den Siegen und den täglichen Quests verdienen könnt. Und davon braucht ihr halt 150, die habe ich derzeit noch nicht. Oder ihr würdet halt in Echtgeld bezahlen, aber ich weiß nicht, wer da so verrückt ist und da echtes Geld drin investiert. Also es gab noch kein Spiel, für das ich außer beim Kauf halt mal echtes Geld ausgegeben habe und das wird auch nicht passieren. Also gehen wir nochmal auf Spielen, um nochmal gegen einen anderen menschlichen Gegner zu spielen. Das spiele ich dann auch den Schurken. So, während er den Gegner sucht, also Hearthstone ist in der Open Beta. Das heißt, das Spiel ist komplett noch in der Entwicklung. Da kann sich noch sehr viel dran ändern. Wie viel ist denn wiederum die Frage? Also ich gehe mal davon aus, dass es schon ziemlich fertig ist, dass sie jetzt nur noch nach Fehlern suchen, nach Bugs suchen. Valera! Gegen Vivi heißt unser Gegner, hat einen Magier, was sehr unangenehm werden kann, weil Magier bekannt dafür sind, dass sie mit irgendwelchen Feuerbällen um sich schmeißen, die einem mal eben 10 Schadenspunkte verursachen.
Das ist, glaube ich, eine ganz passable Starthand, die wir hier kriegen. Wir sind auch, glaube ich, zuerst dran. Ja, wir sind zuerst dran. Und fangen dann mal mit dem Gnom an. Geben ab. Und wir grüßen natürlich unseren Gegner. Die Höflichkeitsrate in diesem Spiel ist gar nicht mal so niedrig. Also das kenne ich aus anderen Free-to-Play-Games ganz anders. Denn ja, ihr könnt es euch kostenlos downloaden auf der Seite von Blizzard, also von Battle.net. Und es soll auch, was ich bisher gehört habe, Free-to-Play bleiben. Also es wird, wenn ihr es einmal gedownloadet habt, ihr müsst, könnt es also auch später wohl noch kostenlos downloaden. Und wenn ihr es jetzt gedownloadet habt, werdet ihr auch nicht nochmal was nachbezahlen müssen. Was ich von Blizzard nicht erwartet hätte, da Blizzard ja mit Diablo und dem Aktionshaus und WoW natürlich sowieso eigentlich eine ganze Menge Geld scheffelt, indem es halt irgendwelche Kaufdienste anbietet. Aber ich... Ja. Genau sowas meine ich bei Magiern. Genauso nervigen Sachen werden uns jetzt am laufenden Band erwarten. Zu den Waffen! Aber wir haben schon mal ein ganzes Stück runtergeprügelt. Das war's. Was mir ganz gut gefällt, weil desto schneller man den Magier ausgeschaltet hat, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er das Spiel noch gedreht kriegt. Da Magier, Druiden und Schamanen erst dann wirklich extremst gelevelt werden, wenn sie hohe Mana-Werte bekommen. Wir fügen dem Spotter dann mal 2 Schaden zu. Zu den Waffen! Und auch von unseren eigenen, um ihn aus dem Weg zu räumen. Und dann können wir mit unserem Held angreifen. Hier habe ich übrigens noch eine sehr witzige Karte gespielt, die immer am Ende ihres Zuges einen Schaden kassiert, aber dafür einen 1-1-Wichtel erzeugt. Sprich, von der 1-5, die sie am Anfang ist, hat man dann irgendwann 5-1-1 laufen lässt. Und da ist gleich nochmal ein Spotter. Allerdings ist das in dieser Niedriggrenze von 3, glaube ich, auch schon der einzige Spotter, den die Magier meistens im Deck haben. Also die haben meistens immer eine recht kleine Auswahl. Wir kriegen ihm auf jeden Fall schon mal einen Schadenspunkt zu. Haben jetzt noch den Feendrachen bekommen. Ich überlege gerade, wie wir den Spotter töten. Wir opfern den einen Wichtel. Los, und ob man dann einmal 3 Lebenspunkte, wenn unser Held mit ihm gekämpft hat. Lass die Dunkelheit herein. Damit hier weiterhin Wichtel erzeugt werden. Die sie uns natürlich leicht zerstören kann, das ist klar, aber muss man ein bisschen kalkulieren, was halt für die Strategie nützlicher ist. Und für mich war es halt wichtig, dass wir den Spotter wegbekommen. Und ich die nächste Runde mit den Wichteln versorgt werde. Weil es sind halt insgesamt mehr Schadenspunkte. Ich bin bereit. Den möchte ich möglichst schnell wegkriegen, weil... Unangenehm. Zauberschaden, ja, fügt allen Dienern 2 Schadenspunkte zu. Das heißt, es wird noch genau einmal ein Wichtel erzeugt und dann nicht mehr. Dafür spielen wir jetzt... nicht den Feendrachen aus, sondern spielen die Klinge des Assassinen. Und verzaubern sie noch mit Gift, sodass wir recht viel Schaden mit der Helden selbst machen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er, dass sie kein Schleimwesen oder sowas hat, weil es gibt ein paar Karten, die halt die Waffen zerstören können. Und das fände ich jetzt gerade nicht witzig. Kannst du gar nicht. Ziehe 2 Karten, okay. Magier sind bisher die einzigen, die mir über den Weg gelaufen sind, die wirklich reine Zugkarten haben. Also mit den Schurken haben wir mehrere, die Schaden verursachen und uns dann ziehen lassen. Während, du nicht nehmen kannst. Nochmal plus 1 Schaden. Gefällt mir nicht so ganz, was er vorhat. Irgendwas ist da im Busch. Die Karte passt mir dagegen schon wieder ganz gut in den Kram. Dann können wir gleich nochmal 3 Schaden direkt zufügen. Gewichte kann natürlich auch noch zufügen. Los geht's. Und jetzt muss er sich was einfallen lassen, um diesen Zug zu töten oder halt einen Spotter ins Spiel zu bringen. Und ich habe so die dumpfe Vorahnung, so wie mein Glück in letzter Zeit immer stand, wenn ich gespielt habe, wird er gleich irgendwie einen Spotter oder was ähnliches bringen. Denn es ist einfach so, das ist dieses Typische. Oder zerstört alles, was wir irgendwie haben. Ich bin ein Meister der Magie. Oh Gott, was kommt jetzt? 6 Schaden und wir können mit dem Helden nicht angreifen im nächsten Zug. Weil wir eingefroren sind. Was ihm natürlich nochmal eine gute Chance gibt, uns vielleicht sogar zu vernichten.
Du hast doch schon mit dem angegriffen. Was willst du eigentlich? Ach, Feuerschlag. 10, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir diesen Zug nicht angreifen. Allerdings können wir uns von. Nicht mit den Helden angreifen. Allerdings können wir uns schon mal von seinem Magier verabschieden, der uns den meisten Schaden verursacht hat. So, jetzt wird's interessant, weil normalerweise haben die Magier, die hier rumlaufen, alle diesen Pyroball oder wie er heißt, der uns 10 Schaden verursacht. Pass auf. Verursacht 8 Schaden. Jetzt muss er uns nur noch angreifen, weil sonst. Das ist halt genau das. Ach, er hat sogar gleich 2 Feuerbälle. Das heißt 16 Schaden. Es war knapp. Aber so ist es hier meistens. Also mit Schurken hat man hier echt Probleme. Mit den anderen Klassen kommt man recht gut durch. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in das Spiel ganz gut gefallen. Wer noch Fragen zu dem Spiel hat, kann sich gerne per Nachricht bei uns melden, entweder auf dem Facebook-Account oder bei uns in YouTube. Dann bin ich da gerne bereit, noch ein paar Fragen zu beantworten oder vielleicht auch noch ein zweites Video zu machen. Das schauen wir dann mal. Und morgen geht es dann hier ganz normal mit der Season weiter, die wir heute Abend noch aufnehmen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!